So, wir wollen heute mal ins Naturschutzgebiet. Gucken, ob wir den Weg finden. Kein Wasser. Oder? Hier ist ein. So, guck mal, wie er das macht. Da ist natürlich. 1, 2, 3. Unten ist einfacher. Ja. So, jetzt sind wir im Naturschutzgebiet, wo man nur über so eine abenteuerliche Brücke reinkommt. Jetzt probieren wir mal die Brücke. Oh, schönste Runde bis jetzt. So, wir suchen hier jetzt einen Hintereingang. Bislang erfolglos. Wie war das mit den 28 Kilometern? Robert gibt nicht auf. Herr Christoph und Wolfgang sind nicht so begeistert. Die stehen nicht so auf nasse Füße. Kleine Entscheidung von der Firma Greif. Nachher. Ganz schön weit reingelaufen hier. Bestimmt 300 Meter. In den Modder. Wie ist es noch mit Wind und so? Also, danke. Ja. So, wir nehmen mal die Abkürzung durchs Tor. Haben wir heute entdeckt. Ja, so viel dazu. Dann halt den normalen Weg. So, wir haben das ganze Programm absolviert. Und jetzt beginnt der Trainingsurlaub. So, ich nehme die Kamera mal mit zum Morgentraining, weil heute ein paar neue Leute angereist sind. Und ich glaube, wir sollen auf den Tennisplatz da unten. Findet sich das nicht? Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, Jan. So, ich habe heute Mittag über 3 Stunden geschlafen. Das war ganz schön viel. Aber jetzt bin ich wieder wach und jetzt geht's los. Ja, unsere Gruppe ist nicht größer geworden jetzt.
Ihr Kleiner. Ich hab gerade gedacht, hier an den, dass wir hier mal so ein Video gesehen haben. Robert läuft heute zum ersten Mal mit seiner neuen Laufuhr und ist damit im neuen Jahrtausend angekommen. Der Robert fragt nach dem Physio für Claudia. Weil sie sich selber nicht getraut hat. Und, haben die ein Physio? Nee. Nee. So, wir laufen mal hier hoch zu den Klippen. Eigentlich sollen wir woanders langlaufen, sagt Peter, aber er sieht uns gerade nicht, dann sind wir abgebogen. Da ist Peter wieder. Peter! Hey! Oh, sehr schön! Du hast auch noch mal 500 Meter rein. Auf sehr schöne Aussicht. Ansonsten will er Mora in den Hafen rein. Auch sehr schön. Beide. So, die ganzen anderen Gruppen kommen uns jetzt entgegen. Da kommt keine mehr. Doch, eine kommt noch. Ich glaube nicht so. Also dann holen wir die wieder ein. Ja. Robert hat sich den nächsten Pfad ausgeguckt hier. Gucken, wo das hingeht. Wo sehe ich da nicht mehr? Ja, dichter an die Klippen will ich nicht unbedingt hier. Das ist nicht gesichert. Ich glaube, die anderen werden so neidisch sein. Meine Güte, ist das geil hier. So, hier rechts. Hier rechts ist das Alpha Mar. So, nach der Klippenrunde müssen wir natürlich noch auf die Crossbahn, weil sonst wäre der Tag nicht komplett. Ach, immer diese gestellten Aufnahmen hier. Schlimm, schlimm. Da weißt du doch 10 Jahre jünger als Eddie. Jetzt haben wir Gruppe 2 überrundet. Das ist eine vorbildliche Gruppe hier. Oh, danke. Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende. So, der letzte Kilometer waren 4,30, aber Gruppe 2 hat zur Verfolgung angesetzt. Die müssen auf Abstand halten. Gruppe 2 hat uns eingeholt. Zumindest die Spitze, ja. Ist ja zu langsam geworden. Ja, wir konnten nicht mehr. Ja. Naja. So, und wer will, macht jetzt noch Steigerung. Viel Spaß bei Steigerung. Ja, wir nicht. Nee.